Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute im Hunsrück unterwegs, genauer gesagt in Ohlweiler bei Simmern, und wir gehen die Traumschleife Domblick. Die Strecke ist 10,8 Kilometer lang und führt uns ungefähr über 115 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung ist, dann bleibt dran. So, jetzt kommt auch das erste Mal das schöne Taschenmesser, was wir vom Ilja gewonnen haben beim Gewinnspiel, zum Einsatz. Und zwar jetzt nicht zum Schnitzen, sondern auch für eine sehr notwendige Tätigkeit zum Bieröffnen. Ja, Grüße nochmal an die Two Hiking Kings. Ja, vielen Dank. Und an alle anderen edlen Gerstensaftgenießer. Ja, in diesem Sinne. Prost. Prösterchen.
wir sind jetzt kurz vor der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Ja, wir müssen sagen, dass die Strecke dafür, dass sie nur 115 Höhenmeter hat, dann doch ein bisschen anspruchsvoller ist, also dass auf jeden Fall die Kategorie Mittel angemessen ist aus unserer Sicht. Was uns heute auf jeden Fall sehr gut gefällt, heute scheint schön die Sonne und man geht viel durchs Freie, das heißt, man kann auch hier schön in die Umgebung hier den Blick schweifen lassen und auch sonst, es gibt so ein paar Tierchen, die man zum Beispiel hier auch sehen kann und auch so die saftigen grünen Wiesen, die gefallen uns auf jeden Fall auch sehr gut und jetzt momentan genießen wir den Blick auf den Hunsrücker Dom. Ja, und wir sind gespannt auf die zweite Streckenhälfte. Wir sind fast am Ende unserer Wanderung und kommen zum Fazit. Es ist insgesamt eher eine Feld- und Wiesenwanderung, die einige schöne Blicke bietet. Es gibt zwischendrin aber auch ein paar Waldabschnitte und auch ein paar schmale Pfade. Wir hätten zwei Tipps für euch. Der eine wäre auf jeden Fall, dass ihr euch schönes Wetter für diese Tour aussucht. Man geht nämlich die größte Zeit hier durchs Freie. Und der andere Tipp wäre, uns wurde ans Herz gelegt, mal einen Abstecher zum Hunsrückdom zu machen. Wir hatten heute leider keine Zeit, aber vielleicht wäre das ja etwas für euch.
ja nicht so gut gefallen hat uns eben der zweite Abschnitt. Der war eben jetzt nicht so von Highlights geprägt und auch die Wegführung war jetzt eher nicht so spannend, fanden wir. Die zwei großen Highlights für uns sind auf jeden Fall die tollen Waldabschnitte, die man zwischendrin hat, auf schönen schmalen Pfaden. Und das zweite Highlight sind auf jeden Fall hier die tollen Ausblicke, die man hier rundum in den Hunsrück hat. Insgesamt geben wir der Tour daher unter dem Strich 6 von 10 Punkten. Und wie immer nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.